Und für das Jubiläum 50 Jahre Simonhöhe hat Gundi Petschnik ihren alten Skianzug ausgepackt. Dieser Skianzug hier war vor 50 Jahren der letzte Schrei auf der Piste. Entworfen hat ihn der französische Olympiasieger Jean-Claude Killy. Und das Besondere daran, der Anzug ist genauso alt wie die Simonhöhe. Und wie man sieht, ist die Simonhöhe auch noch nach 5 Jahrzehnten nicht aus der Mode gekommen. Unzählige Klagenfurter haben ja hier ihre ersten Schwünge gemacht und Skifahren gelernt. Ich glaube schon, dass es jenseits von 100.000 sind. Ja, glaube eher auf 150 schon hin. Ja. Und wenn du jetzt nach Klagenfurt gehst, sage ich immer, sie haben es bei mir gelernt. Und dann frage ich, ob es wohl alles gut war. Und die meisten, muss ich sagen, sagen ja. Und das tut auch eine selber gut, ja. Sie haben ja hier Skifahren gelernt, wie war denn das damals? Damals war das ganz anders, waren noch fast keine Lifte, war nur dieser Lift. Und wir sind mal mit 6 Jahren sind wir da schon gefahren. Und war echt viel Schnee und war lustig. Begonnen hat der Skibetrieb auf der Simonhöhe mit dem Hocheck-Lift. Strom hat es hier noch nicht gegeben. Der erste Lift war mit einem Dieselmotor und der ist bei der Eröffnung von 2 Regierungsmitgliedern verhungert, weil man den auf Mosten oben gehabt hat. Wahrscheinlich durch die Erschütterungen und die Keller gesehen, das Ganze schaut doch zukunftsträchtig aus. Und man hat sich mit dem Strom beeilt. In den letzten 50 Jahren erlebte das kleine Skigebiet viele Höhen und Tiefen. Jetzt blickt man wieder positiv in die Zukunft. Der Vorteil auf der Simonhöhe sind die Nähe zu der Stadt. Wir sind eigentlich der Nahversorger in der Gegend, den Klagenfurter Raum und vor allem auch für die Kinder bei uns herum. Perfektes Gelände, gute Skischule, gute Skiverleih. Und auch so manche Skifahrerkarriere hat hier begonnen. Ich habe es gelernt mit 6 Jahren in meinem heimischen Skigebiet da und seit daher komme ich immer wieder gern zurück auf die Simonhöhe. Ich genieße es auch in kleine Orte, weil dort hat man einfach gewisse Vorteile, wie zum Beispiel, dass man selten lang anstehen muss, Angst haben muss, dass man irgendwie zusammengefahren wird. Und wenn man dann mal am Abend auch noch fahren kann, genial. Die neue Flutlichtanlage ist immer donnerstags in Betrieb.